Joho, Sims 4 Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Im letzten Part hätte uns fast das gesamte Apartment einen Hausbrand beschert. Muss ja nicht unbedingt sein. Alendo hat sich angezündet beim Versuch, was weiß ich nicht, was zu kochen. Er hatte wohl Hunger und seine Freundin hatte gerade keine Lust. Yuki hört Musik, Sarah hat ein Buch fertig geschrieben und wir wollten ja heute die Freunde einladen, um eine Einweihungsparty zu schmeißen. Dann würde ich sagen, Sarah kann gerade noch mehr Bücher schreiben. Nein, 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 nein. Okay, sie ist auch hungrig, dann kannst du was essen. Nicht ganz sinnvoll so. Yuki möchte Hände waschen. Sie hat so ein bisschen Händewaschfetisch entwickelt, kann das sein? Sie wäscht sich sehr oft die Hände. Sehr, sehr oft. Müsstest du nicht in der Schule sein? Gehst du in die Schule? Mit ihr los? Sie kommt auch zu spät zur Arbeit. Mit ihr mal arbeiten gehen, wenn ihr arbeiten gehen müsst. Hopp, 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 hopp! Unglaublich, wenn man sich nicht um alles kümmert. Kaum brennt mal das Haus, wollen sie alle nicht mehr arbeiten. Gut, kann ich verstehen. Nein, nein, geh Schule. Schule besuchen, Arbeit gehen, alles gut, alles gut. Naja, es war ein dramatisches Erlebnis. Man kann ja nicht erwarten, dass man dann da gleich sofort wieder so, ne, arbeitet und so weiter und so fort. Halt. Yuki, du hast auch nicht deine richtigen Klamotten an. Wieso trägt sie eigentlich immer dieses gleiche Outfit? Du kannst doch hier dein schönes Outfit tragen, genau. Und Sarah möchte sich ein bisschen mit Yuki unterhalten, das ist kein Problem. Dafür musst du nicht ins Bad gehen. Du musst nicht ins Bad gehen. Setzt euch zusammen dahin. Musik ist gut. Party. Wann machen wir denn dann Party, wenn die Kinder von der Schule zurück sind, ne? Ich denke mal, das ist das Sinnvollste. Sarah hätte jetzt übrigens noch die Gelegenheit, in ordentlicher Ruhe mit Jacob Schluss zu machen, ohne dass sie spoilert, dass sie schwanger ist, weil bald wird man es sehen. Vielleicht endlich mal zur Schule, Mann! Boah, ich hab aber keine Lust, zur Schule zu gehen. Ich schwänze. Ja. Bitte. Direx? Mir doch egal, ob meine Noten schlechter werden. Stört mich nicht. Ich habe meine Hausaufgabe eh nicht zu Ende gemacht. Keine Lust auf den Scheiß. Kann ich mal Freunde habe ich in der Schule. Keiner kann mich da leiden, weil ich Ausländer bin. Mann, ey, Scheißtag ist das heute. Oh, Jemine ist müde und fertig und mit allem. Kennt er überhaupt andere Leute? Charlie kennt er noch. Sonst kennt er niemanden. Also nicht mal irgendwo hingehen, Leute kennenlernen oder so. Nachbarn kennenlernen, mit dem man sich anfreunden kann. Aber wütende Nachbarn hier ist vielleicht nicht unbedingt gerade das Beste, ne? Irgendwo Leute, mit denen man was machen kann. Du kannst mal Frösche suchen gehen. Komm, das macht doch jedem Spaß. Frösche suchen gehen macht jedem Spaß. Ja, bla bla. Auch nur das gleiche Gejammer. Ja, tanzen geht nicht, weil das da quasi im Weg steht, was albern ist, aber das Spiel sieht das halt so. Was ist hier los? Ich möchte immer noch mit dir quatschen, aber irgendwie... Wie geht er jetzt zu wem? Okay, Sarah geht raus. Kann ich auch mal dein Alltagskleidungsset anziehen, was ich dir gebastelt habe? Nimm bei mal kurz. Sehr gut. Und das ist zu laut. Danke. Sie könnte ja auch mal ihr Buch wegschicken. Wo war hier unsere? Da war unser Briefkasten. An Verlag verkaufen. Ich habe wieder ein neues Buch fertiggestellt. Es ist so lustiger Sci-Fi-Trash, du wirst es kaum glauben. Das gehe ich jetzt sofort verkaufen an den Verlag. Und wir warten mal. Die Schule wäre ja theoretisch vorbei um 15 Uhr. Also fangen wir um 15 Uhr mit der Party an. Ist jemand echt fertig? Richtig fertig. Guck mal, die ist auch nicht viel glücklicher, aber wir sind ja aber noch müde. Bitte des Assistenten. Der Assistent von Alento möchte sich den Tag frei nehmen, um sich um familiäre Angelegenheiten zu kümmern. Doch es gibt viel zu tun. Soll er dem Assistenten den Tag freigeben? Oder ihn arbeiten lassen? Natürlich den Tag freigeben.
sehr dankbar und den nächsten Tag besonders fleißig. Das wissen wir doch noch gar nicht, das ist doch noch gar nicht passiert. Apropos Charlie, das ist ja super, da kommt ja da gerade sogar gerade. Guck mal, da kannst du dich mal beschweren über deine Probleme. Wenn schon in Anführungsstrichen ein Kumpel kommt, Liebesleben beschweren, das du gar nicht besitzt. Auch kein Liebesleben. Und wir sind noch bekannter, also. Oh, guck mal, da sind Löwenbäuchenblumen. Hopp, schneller, wank doch mal schneller dahin, los. Oh, bitte, was ist das denn für ein Häufchen Elend? Hallo, ich dachte, ich sag mal hi und mein Leben ist scheiße und ihr seid doch so Emo-Musiker. Kann ich nicht auch mitmachen bei euch Emo-Musikern? Würde mir, glaube ich, besser gehen dann. Weißt du, oder? Oder ist das nicht so erwünscht? Oh Mann, ey. Das Leben ist halt einfach kacke und ich würde gern Musik darüber schreiben und ich traue mich aber nicht. Was soll ich denn machen? Soll ich Straßenmusiker werden oder was? Oh, bitte. Deine Probleme sind ja knuffig. Kenne ich von früher, hatte ich auch. Bin von zu Hause abgehauen und bin jetzt voll der tolle Musiker geworden. Sie beschwert sich um sein Liebesleben. Auf jeden Fall klappt das super. Dass die beiden diese negativen Jammer-Sachen miteinander teilen können. Finde ich ja cool. Und die Unterhaltung ist doch auch super. Er schläft ihm gleich vor der Nase ein. Dabei wollte ich mal die Welt retten, als ich noch klein war. Oh bitte, ey, den Song kenne ich schon, seitdem ich so klein bin. Ey, lass dich mal drücken, ey. Schlimm mit dir. Weißt du, so Emo-Musiker werden ist jetzt eigentlich nicht so der Top-Traumberuf. Ich schätze mal, deine Schwester wird total durchdrehen. Aber du kannst ja Künstler werden. Damit verdient man hier total viel Geld. Mit meiner Musik bin ich jedenfalls noch nicht über die Welt geflogen, wollte ich sagen, ja? Ja, Spaß hat er auch keinen. Ich kann einfach über alles reden. Jetzt ist er noch krank. Redet einfach weiter. Ihr freundet euch schon irgendwann miteinander an. Jetzt sie gerade mit den Blumen? Boah, sind unser Leben so armselig, dass wir mit Blumen reden. Aber sie kommt ja auch jetzt schon nicht mehr raus, ne? Ah, Sarah, ich mach mir wirklich Sorgen um dich. Du musst bei mir rauskommen, Mädchen. Jetzt redet sie schon mit den Blumen. Was soll denn das werden? Verrückte Blumen-Oma irgendwann. Weißt du, es gibt verrückte Katzen-Oma und sie wird eine verrückte Blumen-Oma. Boah, du drehst mir noch durch. Nachher fängst du noch an, hier so rosa Dinosaurier zu sehen. Das geht gar nicht. Du musst mal wieder jemanden an die Wäsche kommen. Verstehst du? Trotz Baby. Weißt du, dann schmeißt du halt den blöden Jacob über Bord. Suchst dir jemand anderen. Gehst du mal in die Männertoilette, ziehst einfach einen raus. Das war nur ein Scherz, verstehst du? Aber ich weiß, was ich meine. Mal rauskommen. Ein bisschen Spaß haben. Eben Feuer gelöscht. Okay, ich spule einfach mal ein bisschen vor, damit wir 15 Uhr kriegen, damit wir alle einladen können. Könnt ja mal gerade machen, worauf ihr so Bock habt. Liebe Sims, einfach mal Spaß haben, eure Bedürfnisse erfüllen, euch um euch selbst kümmern. Oh, da ist jemand zu spät. Akito ist wie das aussieht, voll gut. Ach, schön. Yuki ist auch nochmal kurz schlafen gegangen. Das ist schon wieder die Hände waschen. Glaube ich, echt ein Händewaschtick. Das ist echt ein Problem. Und es ist 15 Uhr durch. Zeit für eine Einweihungsparty. Gesellschaftliches Ereignis planen. So. Auf geht's. Planen wir ein gesellschaftliches Ereignis. Oh, nee, Mann. Hausparty, Würstchenparty, Galaabend. Nee, wir machen eine Hausparty. Dann gibt es ein Elektroobjekt. Würstelparty. Galaessen, Hochzeit, Geburtstagsparty, Gruselparty. Nee, dann machen wir, wir könnten auch eine Nicht-Prestige, aber besser ist ja, man kann Medaillen verdienen. Gastgeber. Gastgeber ist Yuki. Gäste. Gäste sind unsere Freunde. Müssen wir unsere Freunde auch alle rauspicken. Ich hoffe, ich kann die auch alle einladen und dass es nicht wieder heißt, zu viele. Ich kann mal die beiden sicherheitshalber noch nicht. So, Sam können wir einladen. Keine Ahnung, ob er kommen kann.
Ansonsten könnten wir auf jeden Fall Marvin einladen. Entertainer. Niemanden, der diese Rolle... Barmixer. Wir haben aber gar keine Bar. Caterer wäre nicht übel. Sicherlich werden wir nicht Jacob als Caterer anheuern, aber Maui könnte Caterer spielen. Oder unser Karl-Heinz-Durchschnitt. Komm, das ist doch super. So, und natürlich bei uns zu Hause. Und auf die Party, fertig, los. Der Chef von Alento, ja, mir doch egal. Das ist nicht mein Problem. Ersetzen. Schlechte Leistung bei der Arbeit abgeliefert. Ja, die müssen halt nach Hause kommen, wenn Party ist. Eine Stunde Musikinstrumente spielen. Kann Yuki sogar selber erledigen. Tür aufschließen. Wenn das die einzige Tür ist, die aufgeschlossen ist, das übrigens mal als Haustür festlegen. Wenn auch da unten dann halt im Café feiern und so. Mal gucken, wer alles kommt. Möglichst schnell jetzt. Damit wir anfangen können. Yay! Versuchen aufzumuntern, das ist schon mal ganz wichtig. Marvin ist irgendwie auch geknickt. Herzen machen, das Kompliment machen, Tag verschönern, Mio auch ein bisschen voll quatschen. Kommen auch alle hier rein, das ist gut. Kommt ja auch hoffentlich alle hier hoch. Genau, dann wird jetzt nämlich hier Party gefeiert. Musik läuft. Musik läuft. Sollten wir vielleicht, damit alle tanzen können, die Musikanlage auch so hinstellen, dass jeder tanzen kann, ne? Uns meckert das Spiel nachher wieder. So, jetzt kann jeder tanzen. Okay, sieht ja fesch aus. Okay, erstmal mit allen reden. Oh, super, sie kommen alle zu uns in die Wohnung, genau wie es geplant war. Ja, richtig gut hingekriegt. So, Sarah kann sich auch mal kümmern. Kannst mal unsere, alle hier begrüßen. Ich voll hier. Und da alles unsichtbare Sims. Gruselig. Spooky. Wahrscheinlich das Spiel überfordert gerade aktuell, alle Charaktermodelle zu laden. Sagst du allen Hallo, bittest du alle her. Jeder soll miteinander quatschen. Lautstärke ändern zu hoch. Und damit die Musik richtig dröhnt. Ah, schön. Oh, schön, dass ihr alle zu meiner Party gekommen seid. Unsichtbare Sims, die unsichtbar sind und noch nicht geladen haben. Das ist unser Caterer, ne? Dessen Texturen haben einfach nicht... Also er hat halt nicht geladen. Oh, mal Sam ist da. Sam ist da, das ist gut. Dann kannst du mal die Gruppeninteraktion aufhören und ihn fürs Kommen danken. Ganz speziell, Yuki. Ganz speziell, Sam. Was ist mit ihr los? Ah, guck mal, jetzt haben die Texturen geladen. Sehr schön. Was ist das hier für eine Party? Die Leute sind seltsam drauf. Schmeicheln. Willkommen danken. Alle sollen glücklich sein. Witze erzählen. Spiele spielen lassen. Okay. Witze. Kann ich. Warte. Lustig kann ich sein. Über Mode scherzen. Ja, das sieht doch schön an der Party aus hier. Richtig gut. Ja. Ja, richtig, ordentlich hier. Ich hätte gedacht, bei eurer Doppeltischkeit ist die Wohnung schon explodiert. Ich habe die Wohnung angezündet. Aber das weiß niemand. Alles gut. Doch ich dachte, ihr habt vielleicht wirklich die Bombe eingeschlagen, ja? Und alles Drama und überhaupt. Aber von Drama hat mir ja Yuki schon erzählt. Es gab ja rein Drama, oder? Kannst du mal vielleicht mit den beiden darüber reden, ihnen erzählen? Mit dem Baby, weißt du? Liebhaber. Wussten wir noch nicht. Das ist okay. Interessant. Ich glaube, sie hat Thorsten gerade erzählt, dass sie schwanger ist. Ja, da musst du jetzt ja für zwei kochen. Hoffentlich kriegt er das hin, ne? Nicht nur Sandwiches und so ein Zeug. Alter, hier ist richtig viel los. Sich Sims küssen lassen. Warum nicht?
Aber dann ist es so offiziell zwischen den beiden. Ihr könnt euch ja küssen. Falls das klappt. Muss er jetzt etwa gehen? Wieso hat er gewunken? Ihr dürft jetzt nicht schon gehen. Wieso winken die? Was macht ihr denn da? Hier nochmal. Sonst klappt das mit der Belohnung nicht. Doch. Knuddeln. Und... Hey, normales Küssen, nicht gleich... Ihr sollt euch ja nicht gleich bespringen. So, was ist hier los? Ja, soll die abhängen, mir doch egal. Ops, die Gastgeber knüpft Kontakt. Okay, das haben wir geschafft. Musikinstrumente spielen. Wir müssen das mit dem Knutschen hier noch fertig kriegen. Tut mir leid. Was müssen wir noch hinkriegen? Arm und schnapp in die... Ja, ich hab gehört, du bist schwanger. Gratulation. Oder mein Beileid. Was soll ich anderes sagen? Dinge passieren. Mir ist jetzt auch spontan wieder total schlecht und so. Können wir jetzt Musik spielen, Lied singen, Lied spielen, lateinamerikanisch, Flamingo. Das ist ja doch was. Ach, schön, alle reden durcheinander. Alle haben sich ein bisschen besser kennengelernt. Das ist doch super. Ich gehe jetzt tanzen. Mir ist doch so voll hier. Da dreht man ja durch, hä? Alter, wieso hat der Typ aufgehört zu kochen und wieso ist das alles so eingesifft jetzt? Ekelhaft. Totales Chaos hier, ne? Eine Stunde Musik spielen lassen. Ja, da sind wir dabei. Kriegen wir hin. Hopp, da wird sich das Essen geschnappt, ja? Alles gut. So winken die ständig. Da habe ich mal Angst, die gehen jetzt. Ich schnapp mir jetzt etwas zu essen und chill hier bei der guten Musik. Ein bisschen was Offizielleres jetzt mit den beiden, wenn sie auf einer Party miteinander rumgemacht haben. Bei Yuki haben wir das mit der Affäre ja immer wohl anscheinend irgendwie ja durchaus behaglich ist momentan. Bloß keine Verantwortung für irgendwas haben. Ach, Yuki, sag mir nicht, du hast... Nimm Medizin und dann spiel weiter Musik. Wie wär's mit Jammen? Oh, jetzt wird sich angezickt. Nicht anzicken. Was für ein Chaos! Was für ein Chaos! Ich glaube, das wird dann mit den Clubs später auch ein bisschen einfacher mit den Partys. Weißt du, das ist jetzt meine letzte richtige fette Party so als Schwangere. Danach kann ich ja wieder auf den Putz hauen. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Vater? Also das ist Jacob, oder? Ja, Sohn, wieso? Ja, ich mein ja nur... gut, dann soll man machen, ne? Naja, ich hab gedacht, ich erzähl's ihm vielleicht gar nicht, dann merkt er's nicht, weißt du? Also nicht vor ihm zu erzählen. Wer einer von euch erzählt es ihm? Das möchte ich jetzt mir verbieten, ja? Also keiner Tratz, bitte. Haben wir das jetzt geschafft? Wir haben Silber. Kuchen essen. Aber wir haben keinen Kuchen. Torte fortsetzen, dann müssen wir das halt machen. Dann darf ich denn die Torte nicht fortsetzen? Doch, macht sie jetzt. Alles. Oh. Back den Kuchen weiter, alles gut. Hoffentlich ohne was anzuzünden. Dann können wir noch alle Kuchen essen lassen. Wobei, ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Eine Stunde. Das ist schwierig, alle Sims Kuchen essen zu lassen. Sehr kokett. Dann ist es ein bisschen übertrieben vielleicht. Könnt ihr zusammen tanzen? Wäre doch auch nicht schlecht. Alter, ich kann mir das gar nicht angucken. Ja, das ist versifft da. Aber, also wenn hier ein bisschen Platz noch mehr in der Wohnung ist, also so für Party machen und hier zusammen Wohnung, zusammen abhängen und so, ist die Wohnung eigentlich echt perfekt. Da wir den Kuchen ein Stück nehmen. Da jeder darf sich gerne mal ein Stück nehmen.
Nein, nicht schlafen. Ja, wir haben es mit dem Kuchen erst hingekriegt. Och, gleichzeitig Spiele spielen lassen. Wir haben noch keine Spiele. Wie sollen wir dann was für Spiele? Welche Spiele kann man dann miteinander mal spielen? Wir haben doch hier keine Spiele. Das raff ich immer nicht ganz, wie das dann gemeint sein soll, weil wir haben ja nichts hier zum Spielen. Und nicht das Geld, irgendwas hier hinzustellen, um zu sagen, ey, ich habe hier mal was zum Spielen für euch. Ah, das Spiel ist vollkommen überfordert mit all den Sims. Das wäre ja dann hier. Das Einzige, was man machen kann, ist so Schachtisch unter dem Sternenhimmel ist ein Spiel. Und zusammenspielen kann. Gab es noch mehr Sachen, mit denen man zusammenspielen konnte? Schachtisch zum Spielen? Irgendwie war es das doch. Ich wüsste sonst nicht, was man sonst noch als Spiel bezeichnen könnte. Den Kartentisch vielleicht. Aber jetzt deswegen extra hier einen Kartentisch hinstellen? Ja, bin mir nicht sicher. Ja, auch nicht ganz billig. Nee, das waren ja keine Sitzdinger. Ja, wenn das jetzt an der Wand wäre, dann könnte man die platzieren. Weil ich gar nicht genau weiß, wie das überhaupt gemeint ist, die zu platzieren. Die sind ja stylisch. Dann würde ich sagen, Karten spielen mit. Boss ist da, Selina ist da, Sam ist da, Marvin ist da. Achso, ja stimmt, ja, sind ja nur so und so viele Personen. Alles klar. Karte spielen mit. Ich glaube das. Okay, ein paar setzen sich hin. Ein paar setzen sich hin. Ein paar. Alles gut, 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 gut. Mitspielen. Hey! 4, 3. Ah! We did it! Also haben wir jetzt nicht Gold bekommen. Oh, wie sollte ich das denn schaffen? Ich würde das beim nächsten Mal mit etwas mehr Sitzgelegenheiten noch besser. Sieh im Haushaltsinventar deines Sims nach. Okay. Ja, Hauptsache, alle haben Spaß. Das sieht doch schon mal sehr lustig so aus. Oh, wow, wir haben eine coole Couch bekommen. Die sieht ja schick aus. Mal gleich verkaufen, dann haben wir mehr Geld. Und wir haben Skelly bekommen, das Skelett. Skelly, das Skelett. Kann ich das hier nicht irgendwo hinstellen? Hier, das ist doch lustig. Oder vorbei, das ist ziemlich schlecht texturiert. Lassen wir es mal im Familieninventar. Alter, die Party ist auf jeden Fall ein richtiger Erfolg. Ihm alle Spaß. Und ihr seid jetzt zusammen, oder wie? Weiß ich nicht. Oh, ich habe das Lama gezogen. Habe ich ihn ja nicht vercheckt. Ich weiß nicht, was ich da für Karten habe. Oh, wie er Yuki anschaut. Voll süß. Ach, schöne Party. Schöne Party. Schöne Party. Huch. Das stimmt ja, die hat sich ja selbst eingeladen. Okay, gut. Die Party hätten wir erfolgreich hinter uns gebracht. Dann schauen wir mal im nächsten Part, wie es denn weitergeht mit Sarah und ihrem wachsenden Bauch. Und vielleicht müsste sie das mit Jacob dann doch mal irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Habe ich dann bis dahin nochmal? Ich sag einfach immer wieder bis dahin. Das ist... Bist du behindert? Behindert sagt man nicht. Oh, halt dein Maul.